aus dem ersten Podcast, der IEC. Erstes Rennen war Bahrain, wo der Podcast aufgenommen wird. Und den Podcast wird es jetzt jede Woche geben, voraussichtlich samstags. Ja, und ich bin übrigens auch dabei. Wir reden, also wir beide jetzt, Flo und ich, wir werden über das Rennen ein bisschen reden, über die Performance, die wir halt von den Fahrern besonders stark fanden, wo wir vielleicht die wir halt dann herausheben können oder halt auch vielleicht auch besonders schlechte Ergebnisse, müssen wir natürlich auch drüber reden. Und vielleicht auch noch, was aktuell so generell in der Liga passiert. Genau, ja. Damit können wir auch eigentlich anfangen als erstes. Die zwei Rennen sind eigentlich relativ okay verlaufen, ohne große Vorfälle. Keine ja, großen Aufreger. Sagen. Vor allem in Liga 1 war sehr clean. Ja, was in Liga 1 für mich so herausgestochen ist, ist einmal, dass ich glaube, Sven ist ja auf Pole gefahren. Ja. Aber hat sich dann für die Two-Stop-Strategie entschieden. Und dadurch ist er halt dann am Ende des Rennens nicht mehr rangekommen, ne? Ja, genau. War einfach die falsche Strategie. Rocket Ship und die anderen haben alle einen Einstop gemacht, sind von Softs auf Hard. Und dementsprechend, dieser eine Stop weniger hat denen auch geholfen, dass sie dann, da das Sven nicht mehr rankommen kann. Genau. Ja, was noch besonders auffällt, ist, dass Helm ist auf Hard gestartet. Von hinten aus dem Feld, ist dann sehr lange auf Hard gefahren, ich glaube fast 20 Runden. Ja. Dann hat sich halt das Feld dadurch gekämpft und dann gab es ein sehr, sehr intensives Battle zwischen Helem und Lulu, ja. Was toll anzuschauen war. Und ich würde zum Beispiel auch schon fast das als mit Highlight des Rennens sehen, weil halt einfach das so verschiedene Strategien sind, ne? Ja, die dann aufeinander so aufeinander treffen. Geklatscht sind. Spannend war wahrscheinlich noch das Ende. Ja, am Ende. Drei Sekunden bei den zwei Führenden und Erlihaus dahinter, ohne Zeitstrafe. Erlihaus hat ja mit 2/10 gewonnen. Ja. Vor Nyrox und dann Benji auch innerhalb einer Sekunde, also das ist halt wirklich krass knapp. Und dann auf Platz 4 Sven abgeschlagen, 10 Sekunden hinten. Das sehen wir auch in Liga 2, wenn wir gleich drauf zurückkommen, dass halt einfach die Two-Stop, ich würde auch sagen, 10 Sekunden gekostet hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Reifen, so viel schneller sind sie nicht, die Two-Stop. Ja, Soft, Medium, Medium war halt deutlich langsamer als Soft, Hard oder auch Medium, Hard. Es ist einfach die falsche Strategie gewesen und in diesem Rennen, auch in Liga 2 und Liga 1, viele Leute haben sich für diese Strategie entschieden. Ja. Und das war halt einfach so das Highlight und halt auch der Fehler des Rennens. Ja, was auch spannend war, das Battle oder was probably Rocket Ship den Sieg gekostet hat, war, dass er mit Nyrox kämpfen musste die ganze Zeit und so seine 3-Sekunden-Strafe auch nicht rausfahren konnte. Also Nyrox und Rocket Ship haben ja die letzten Runden hart gefightet. Natürlich zum Nachsehen beider, weil dementsprechend dann Erlihaus hinten rankommen konnte. Und er war, die letzten drei Runden war er immer 3 Sekunden, 2,9 dahinter. Aber genug ERS gespart für die letzte Runde und ist dann auf 2,7 oder so rangefahren. Hat somit beide überholt. Und hat das ja, also Rennen verdient letzten gewonnen. Runden, die letzten Runden können wir nicht sagen, dass ihr. Ich würde sogar fast sagen, ich habe die spannender angesehen als in Liga 2. Auf jeden Fall. Wo eigentlich meistens die Action ist, aber die letzten Runden, die waren schon sehr intens, ne? Ja. Kommen wir mal rüber zu Liga 2. Erstmal Quali, Bardo souverän auf Pole, also fast 2/10 vor Rocky. In Liga 1 war es sehr, sehr knapp. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Die ersten 3 innerhalb von 1/10. Ja. Da kannte Parla auch nur auch 1/10 weiter weg. Also in Liga 2 gab es auch schon größere Differenzen. Von Bardo 1/10 vor Rocky und dann meine Wenigkeit und Lauri sehr knapp dran. Also Karozzi ist übrigens Lauri. Falls es nicht alle wissen, auch 2/10. Dann schon abgeschlagen, 4/10. Ja. Ja, aber die ersten 15 alle innerhalb einer Sekunde. Ja, in Liga 1, ich habe das hier gerade offen, auch die ersten 15 tatsächlich. Auch in die einer Sekunde. 15. Das ist natürlich interessant. Kibo war 9/10 langsamer auf P15. Mit was für einer Zeit? Eine 25,7. 25,7, damit hätte er in Liga 2 Siebter gewesen. Ja, also das wäre im Mittelfeld gewesen. Ja. Kommen wir mal aufs, jetzt ein bisschen aufs Rennen zu sprechen, würde ich sagen. Ja, Start war sehr clean. Der Start ging eigentlich echt klar. Also ich habe da nichts mitbekommen von Divebombs, bei Rhein kennt man ja Turn 1. Nein.
Nico hat vor mir ein bisschen rumgelaggt, das hat mich ein paar Positionen gekostet, aber es passiert. Ja, Bardo ist im ersten Stint krank weggefahren. Ja. Also von Rocky, ich glaube, 3-4 Sekunden. Der Rest war halt eigentlich so ein Train und Bardo hat halt abgesetzt, das war halt krass. Aber hat halt auch die 2-Stopp gemacht. Ja, und da kommen wir halt wieder auf die 2-Stopp zu sprechen. Bardo hatte so eine kranke Pace, aber hat durch die 2-Stopp 10 Sekunden auf Rocky wieder verloren, die wir halt angesprochen hatten, ne? Ja. Und das halt, das ist halt echt krass, dass wie viele da die freie Strategie gewählt haben. Was in die Get 2, finde ich, ist mir noch aufgefallen, dadurch, dass das hintere Feld halt so viel langsamer ist, konnten halt die vorderen Fahrer in den ersten 8 Runden einen Stop rausfahren. Ja. Und mussten dann durch diesen ganzen Medium-Hard-Traffic wieder sich zurückkämpfen und dadurch habe ich mich zum Beispiel auch gedreht. Ja. Und du hast dich sicher auch gedreht. Ja. Also da sieht man halt, ja, dass halt diese Strategien, wo halt auf Mediums gefahren wird, dass sie natürlich auch nicht immer einfach sind, ne? Nein, vor allem wenn man gerade in Liga 2 im Traffic steckt. Und ich glaube, das hat auch noch ein Grund, warum die Two-Stop noch schlechter war, weil diese Medium-Fahrer halt hinter diesen Hard-Fahrern stuck waren. Ja. Weil in Bahrain, halt DRS-Training kennt man ja. Ja. Kann man schwer überholen und es lädt sich auch relativ gut auf. Das heißt, die Leute drücken auch ganz schön durch auf der Geraden, vor allem bei uns in Liga 2. Ja, können wir mal so auf den letzten Stint zu sprechen. Von Bardo zum Beispiel die Two-Stop, der ist ja dann Soft, Medium, Soft gefahren. Ja. Dann auf Softs ist er mit Pascalus, der auf, ich glaube, Harz gestartet ist, haben die nochmal einen Comeback gemacht. Waren dann hinter Karottenzieher und Felix auf 2 und 3, die beiden halt dann 4-5 und haben, dann hat Lauri sich gedreht. Ja. Ja, und dann, Pascalus war dann P3, Bardo auf sein Soft P2 und Rocky mit kranker Hardpace 10 Sekunden vorne auf P1. Ja, er hat souverän gewonnen. Dann Samuel hat sich noch gespinnt und dann DNF'd. Dementsprechend ist mir noch Shepard reingefahren, aber sonst ist, glaube ich, nicht viel passiert. Ich glaube aber trotzdem, dass Liga 2 viel mehr Überholmanöver hatte als Liga 1. Ja, also wenn die Ergebnisse anschauen, Positionen wurden einige gut gemacht. Ja, wer noch besonders verkackt hat, sind halt du, Reddick und Naigo oder Nico, den haben wir uns jetzt hier aufgeschrieben, weil eigentlich, ja du, Startposition P7, Endergebnis P16. War ein bisschen dumm, ja. Nico von P5 auf P14. Ja, und Reddick von P12 auf P17 ist auch nicht gerade wünschenswert. Nein, das nicht. In Liga 1 war jetzt nicht so schlimm, aber Helium hat seine Hardstrategie nicht ausnutzen können, so gar nicht. Das hat ihm einfach vorne und hinten nichts gebracht. Und Darkfin war irgendwie nach einer halben Runde weg. Ich glaube, Helm hat sich auch einmal gedreht, deswegen war der so weit hinten. Hätte ich nicht gesehen, aber kann sein. Auf jeden Fall, ja, Liga 2 hat Juri sein Debüt gemacht. Ja. P19, letzter Finisher, aber wenn man sein Debüt macht und das beendet, 2 Sekunden hinter dem nächsten und dann nochmal 4 Sekunden hinter dem, das war noch Reddick, der jetzt auf Lenkrad gar nicht mehr so langsam ist, finde ich. Ja. Ist ein solides Debüt, also darauf kann man eigentlich aufbauen. Einfach, Hauptsache, man gibt nicht auf, man fährt weiter, ne? Ja. Also war okay, er ist zu Ende gefahren, ist nicht gecrashed. Kann man sich nicht beschweren, ne? Sollen wir jetzt schon mal auf die Fahrer gehen, die besonders gut performt haben? Ja, kann man machen. Also ja, in Liga 1 haben wir so eine Top-10-Liste wie so ein Power-Ranking gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das von F1 kennt, wo halt dann die Fahrer bewertet werden. Da haben wir auf P10 Pala, weil er natürlich, Pala, wir kennen Pala, Pala ist immer dabei vorne. Aber 12 Sekunden weg vom ersten, da war die Pace halt dann nicht da, ne? Ja. Den haben wir dann so eine solide 5 gegeben als Rating, 5 von 10 halt, 5 von 10 Punkten. Ja, war halt solides Rennen, ne? 6 auf 5. Ja, willst du dann weitermachen? Ja, auf 10 dann Noah, gleiche, also Noah auf 9, Marininho, ähnlich wie bei Paula ist er fast ein Rennen gefahren, ist von 12 auf 8, war jetzt nichts besonders herausstechendes, aber war solide. Ich würde sagen, da hat die Pace auch im Quali schon gefehlt und dann im Quali nur P12 und dann im Rennen kann man nicht alles aufholen, ne? Ja, das stimmt. Ja, dann Sven haben wir auf P8 nur
gepackt, obwohl er Vierter wurde und Cody Poe war. Aus dem Grund einfach, falsche Strategie. Er hatte natürlich die Pace, aber die Strategie gehört halt auch zum Rennen dazu, ne? Und ja. Wenn man die falsche Strategie wählt, dann, dann ist halt beschissen. Dann schweißt man den Rennsieg weg. Also den vermeintlichen Rennsieg. Und deswegen Sven nur mit 6 von 10 Punkten. Ja. Gleich mit Lulu, ja, auch 6 von 10 Punkten. Er hatte mit Halo ein Battle, das hat ihn viel Zeit gekostet. Ja, hat er sich weggedreht, aber war sein Liga 1 Debüt, nachdem er zuerst immer in der Liga 2 gefahren ist bei uns. Und dafür ja, war das auf jeden Fall ein sehr gutes Rennen. Zehnter ist doch ein guter Start, würde ich sagen. Ja. Deswegen 6 von 10 Punkten. Dann haben wir Norrin und Kibu, Rocket und Nyrox, also 4 Leute mit 7 Punkten. Ja, alle ein ja, sehr Nyrox gutes müssen Rennen wir nicht viel. Nyrox müssen wir nicht viel drüber sagen. Starkes Rennen von P4 auf P2, knapp am Rennsieg vorbei. Ja. Das gleiche gilt für Rocket. Hat einmal sich verfangen mit Nyrox. Die 3 Sekunden hat er nicht rausgefahren, auch nur solide 7 Punkte. Kibu auch. Von P15 hatten wir angesprochen, auf P11 gefahren. Es ja. War auch stark fast an Lulu dran, der von P7 gestartet ist. Also Respekt an Kibu. Ja, und einige Positionen gemacht, auf jeden Fall. Norrin von P10 auf P6 auch eine starke Leistung. Ja. Also ich denke, da kann man nichts gegen sagen. Ja, das ist auf jeden Fall stark. Hat auch die Pace mithalten können. Ja, dann haben wir auf P2 Erlihaus mit 7,5 Punkten. Ja. Einfach, er hat das Rennen halt gewonnen und hat sich vor Nyrox behaupten können, auch im direkten Track-Battle. Deswegen und hat halt auch auf den letzten Metern keinen Fehler gemacht und ist die letzten 8 bis 10 Runden, würde ich jetzt behaupten, hinten dran geblieben und hat sich nicht rausdrängen lassen oder keinen Fehler gemacht, der ihn jetzt dann 2-3 Zehntel kosten könnte. Weil ja, dann haben wir auf P1 René Flaudi von P17 auf P9 gefahren und haben wir 8 Punkte gegeben. Ja. Das ist wirklich eine starke Leistung, sind schon einige besonders Plätze, im Fahrerfeld. Die er gemacht hat, ja. Im Fahrerfeld der Liga 1, ja genau. Von P17 auf P9 fahren ist eine starke Leistung. Ja. Die Pace muss da gewesen sein. Also Respekt an René, das schafft nicht jeder, ne? Ja, hat auch einige starke Battles und gute Überholmanöver. Also nur One-Stop auch gefahren, ist sehr stark gewesen, ja. Auf jeden Fall. Ja, damit waren es auch schon die ersten, also die 10 unserer Meinung nach besten Fahrer Liga 1. Ja, dieses Rennen natürlich, ne? Also, ja, genau, dieses es Rennen gibt natürlich auch noch die Fahrer wie Kante, Two-Stop trotzdem P7, aber wir kennen ja Kante. Kante hat sich da zweimal DNF'd, aber Kante hat die Pace vorne mitzufahren. Genauso ja. Wie Parler, also wir können das natürlich nicht jeden ansprechen, aber wenn die besondere Leistung erbringen, dann werden die natürlich genannt. Ja, genau. Im nächsten Rennen. Uns sind natürlich auch persönliche Meinungen, wer dann das Rating kommt und wer nicht. Ja, möchtest du mit Liga 2 weitermachen? Können wir machen, ja. Mal auf 10 Juri. Der natürlich sein Debüt hatte und wie gesagt fertig gefahren ist. Im hinteren Feld nicht ganz so einfach ohne DNF im ersten Rennen. Ja, das ist 4 von 10 Punkten. Keine schnelle Pace. Man sieht ja auch, er war halt weit weg schon, wenn man sich das mal anguckt. Im Quali 2,4 Sekunden weg. Im Rennen 1 Minute 26 weg. Aber ja, wir haben ihn mal notiert, nicht DNF. Ja, war solides Rennen von ihm. Er hat keine Battles gehabt, wo man sagen würde, ah, muss nicht sein. Also, es war ja auch alles clean. Du warst ja auch mal, hast ja auch mal gegen ihn gekämpft. Also, ja. Kann man nichts gegen sagen. Ja, war okay. Ja, dann hatten wir Lucky, der von 13 auf 10 gefahren ist. Gutes Battle mit mir gehabt, bis mir Shepard halt reingefahren ist, aber war okay. Hat auch seine Strategie. Ich glaube, er hatte auch einen Flügelschaden. Ja, er hatte einen Flügelschaden. Oder ist einfach sehr früh reingegangen. Ne, er hatte Flügelschaden. Okay. Ist ja, dann natürlich seine One-Stop durchgefahren. Ja. Wir kennen ja Lucky, den Reifenflüsterer, also auch stark mit Flügelschaden. Dann ja. Früh rein, lang Harz fahren. Auf P10 kann man nichts gegen sagen, ja. Ja. Deswegen kriegt er da 6 von 10 Punkten. Auf jeden Fall, ja. Dann Kanzler, auch mit 6 Punkten. Ja, Kanzler auf P8. Gibt's auch nicht viel zu meckern. Von P9 im Quali schon P7. Eine 1,25,7 gefahren. Sehr knapp dran an P7 tatsächlich. Ace im Quali. P7, oder? Hm? Also er ist P7 geworden im Endeffekt. Er ist auf P7 gefahren zum Schluss, ja. Ja. Ja, und mit einer Two-Stop zwei Positionen gut gemacht. Ja, mit einer Two-Stop von P9 und P7 ja. Gibt's auch nicht zu meckern, ne? Genau, das ja. Ist auch eine starke Leistung hat gewesen. Mehr oder weniger gut funktioniert die Two-Stop bei ihm, ja. Vergleich zu manchen anderen. Dann Hiko eine 6,5.
der von 10 auf 8 gefahren ist. Ja, bei Hiko, der kriegt jetzt ein bisschen mehr Punkte als Kanzler, weil von Hiko kennt man das halt nicht, ne? Dass er Ja, so gut er performt. war Deswegen, unerwartet schnell. Überraschungskandidat. Hat sich 5 Sekunden in der Box geholt, trotzdem P8, im Quali auch schon P10 vor seinem Teammate. Ja. Vor Pascal ist dem WM-Führer, also Ja, der natürlich ja, wieder. gutes Rennen, Hiko. Ja, dann Shepard. Auch nicht normal, dass der so gut gefahren ist. Er konnte wirklich gut Ja, das kann mithalten, man vor allem jetzt mit nicht sagen, Niemelaki. natürlich, ne? Man kann jetzt nicht sagen, so unnormal, dass er gut gefahren ist. Erst mit P18 auf P11. Ja, aber also war, finde ich, schon herausstechend. Ist mir bis jetzt sonst noch nicht so aufgefallen. Ich glaube, in Japan war er auch Vielleicht ziemlich schnell im viel Regen. lieber, ja. Ja, 7 von 10 Punkten, gute Pace, von 18 auf 11. Er ist bei dir an Lucky rangekommen, obwohl er ganz hinten gestartet ist. Ja. Wir kennen ja hinten die Starts, muss man sehr vorsichtig sein, verliert viel Zeit. Also, wir hatten auch keinen Safety Car, also stark von Shepard, genauso wie von Sebastian Weber. Ja, beide ein solides Rennen gefahren, haben sich großteils aus Trouble rausgehalten, keine Unfälle gebaut. Ja, der ist auch von P17 auf P12, kriegt auch 7 Punkte. Ja. Auch solides Rennen, zwar 10 Sekunden von Shepard weg, aber Ja, ist okay. hat es behaupten können. Ja. Und P12, Renault, Double Out der Punkten. Nicht immer Ja. der Fall gewesen. Starke Leistung. Genau, danach kommt Bardo in 7, der seine ja, solides Rennen gefahren, ist ja Zweiter geworden. Mit einer Two-Stop. Also er konnte sich weit genug absetzen im ersten Stint, ne? Dass die Two-Stop auch funktioniert. Ich glaube, wenn er eine One-Stop gemacht hat, wäre er sogar Kandidat für den Sieg gewesen. Weil so viel weiter war er nicht hinter Rocky. Ja, das auf jeden Fall. 6 Sekunden weg von Rocky. Two-Stop. Ja. Soft, Medium, Soft. Hat ihm vielleicht den Sieg gekostet. Da gehe ich von aus, ja. Wir wissen es natürlich nicht, weil wir kennen ja Rockys Pace of Hearts. Die ist mächtig. Ja. Aber 6 Sekunden weg. Pascalos hat er sie absetzen können im letzten Stint. Ja. Gibt's nichts zu meckern. Nein. Stabile 7 von 10 Punkten. Ja. Dann Und Felix. dann haben wir Felix. Ja, Ja. genau. Im Quali schon stark, P6, Ja. kennen wir auch von ihm. Dann im 6-4. Rennen P4. Glaube ich, an euch ein bisschen dran gehängt. Konnte sich Ja, gut mitziehen lassen. er hat sich mit Lauri so Tauschspielchen gemacht, würde ich sagen. Ja. Dann hat Lauri sich natürlich gedreht, dann haben Bard und Pascalus ihn leicht überholen können. Ja, und dann P4 gehalten. Ja, Stabiles Rennen. fast ein Podium. Ja. Also, war ein sehr, sehr gutes Rennen, ja. Ja, dann auf zweiten Platz haben wir unseren WM-Zweiten, Rocky. Ja. 8 von 10 Punkten. Auf Soft konnte er nicht so mithalten, hatte aber immer noch eine relativ gute Pace, würde ich sagen. Ja, aber mit den Harz Konnte den halt Train einfach halt schnell. konnte den Train halt führen. Ja, und dann auf Harz schnell durch den Traffic gekommen. Ich glaube auch aggressiv, aber fair. Das kann auch nicht jeder. Und dann ist er vorne weggefahren. Bardo konnte nicht mehr aufholen. Ja, keine Fehler gemacht und ist Souveräner vorne Rennsieg. geblieben. Ja. Quali auch P2, also da gibt es nichts zu meckern bei Nee. Rocky. Und dann Nee. unser WM-Liga 2 Führender auch noch, Pascalus mit 8,5 Punkten. Quali haben Ja. wir ja gesagt, hinter Hiko auf P11. Auf Aber Hart gestartet. auch sehr, sehr Dann auf lucky, dass er P3 da direkt auf fahren. 11 starten darf und dann mit harten Reifen starten kann. Und das aber Ja, auch das hat er besser genutzt, rausgespielt würde ich hat als sagen, Heli oder? mit Liga 1, ne? Gestartet auf 11, geworden ist er Dritter. Hat einmal perfekt funktioniert für ihn. Viel mehr wäre da, glaube ich, nicht drin gewesen. Ja, also von P11 auf P3. Er war Ja. auch schnell. Auf den Mediums besonders. Hat er aufgeholt. Ja, 8,5 Punkte damit. Das beste Rating aus beiden Ligen. Ja. Also, ihr dürft hier bei den Rating natürlich jetzt nicht nur drauf gucken, wie die pure Pace war, weil dann hätte Liga 1 ja immer mehr Ratings, sondern wir gucken halt einfach, Ja, wie in stark die Relation zu innerhalb den der Liga anderen performt haben. Ligafahrern in der jeweiligen Liga natürlich, ne? Ja. Ja, Also die dann Rennen vielleicht waren noch. gut. Ja, aber das Rennen, was man auch so allgemein sagen kann, wir hatten ja jetzt zum Schluss diesen Podiumscreen, wo Repuls sich sehr viel Mühe für gegeben hat. Auf jeden Fall Respekt an ihn. Wo wir halt natürlich jetzt die Top 3 gezeigt hatten mit Fahrernamen und Bild von dem Team. Also wirklich cool, dass wir das jetzt so schnell hinbekommen haben. Auch die Idee ist, glaube ich, erst vor 2, 3 Monaten entstanden. Höchstens, würde ich sagen. Also nochmal dickes Danke an Repuls. Ja. Und danke natürlich an alle Unterstützer, die darauf genannt wurden. Die haben jetzt ihren Platz bekommen. Ja.
Ja, nächste Woche fahren wir dann Brasilien, beziehungsweise eh schon morgen. Ja, morgen fahren wir dann Brasilien. Ja. Es wird ja Samstag veröffentlicht. Da bin ich auch gespannt. Wird. Da werden wir auch über einiges reden können, über ein paar Rücktritte aus Liga 1, die angekündigt wurden. Naja, schauen, ob die auch Und durchgezogen werden. ja, wurden auch Rücktritte diese Woche angekündigt? Ich guck mal kurz. Abmelden, Hashtag anmelden 1. Walla hat sich schon abgemeldet, tatsächlich gestern. Okay. Natürlich Also schade. Donnerstag, wir nehmen das hier am Freitag auf. Also Walla hat sich abgemeldet aus Liga 1. Dann hat Eriksen, Ersatzfahrer, war sich wieder den Platz bei McLaren genommen und kämpft jetzt mit Pardo um die Team-WM gegen Williams und Red Bull natürlich. Ja, Liga 2, Rookie Paschalos, die ist noch nicht ausgefahren, die WM. 39 Punkte Abstand. Ja, Liga 2 wird sich auch die KWM 54 Punkte führt Alfa Romeo. Wenn da einmal jemand DNF, dann ist Mercedes aber da. Also Ja. letzten Rennen könnt ihr euch freuen auf einen spannenden Titelkampf in beiden Ligen tatsächlich. Den wir letztes Jahr in Liga 1 natürlich nicht so hatten, mit Smitty, dem Dominierenden. Ja. Und Liga 2, ja, wird sich zeigen. Bardo natürlich jetzt auch noch ein Faktor, der da vorne mitspielt, ist in den letzten Rennen. Ja. Mit einer sehr starken Pace und ich glaube, er ist auch viel am Üben. Natürlich, Lauri, ich, Felix, auch immer Kandidaten, die da vorne mitfahren. Wenn Lucky, wenn es regnet, ist Lucky da. Ja. Also, dürfte man sich freuen. Liga 1 natürlich, Rocket Ship, Sven, alles Tiere da vorne, Nirox, Parler, Ja, die was ich auch KWM, sehe, in 4 Rennen, die Bardo mitgefahren ist, ist er zweimal auf Pole gestartet. Ja, wenn er hat ja jetzt seinen Stammfahrerplatz, also ich denke, das Ja, könnte ziemlich spannend werden. auf jeden Fall. Ja, dann, worüber wir noch hin können, diese Woche, ich glaube, war das diese oder schon letzte, wurde Flo natürlich jetzt zur jüngeren Leitung aufberufen. Ja, deins ist ja auch noch Ja, eine möchtest Woche du mal ein länger, ja. bisschen Dein, erläutern, wie deine das dazu Promotion. gekommen ist? Deine Promotion ist ja auch noch eine Woche länger her. Ja, das ist schon ein bisschen länger her als jetzt deine, die ist ja schon Ja. ziemlich frisch. Was sonst noch passiert? Eigentlich nicht so viel, oder? Nein, sonst war es das, glaube ich. Ja, dann Also dürfen wir uns auf jeden neue Fall. festgelegte Regel haben wir jetzt eh schon seit Anfang März, dass man das Zurücksetzen auf die Strecke nicht mehr machen darf. Was vorher Ja, schon das ja wurde irgendwie ja. nicht durfte, Das aber war ja so eine stand nirgendwo. Grauzone, ne? Das war ja so eine Grauzone. Ja, also eine Liga 3 bahnt sich immer näher und näher. Die Warteliste für Liga 2 Fahrerplätze wird schon größer. Ja. Deswegen dürfen wir sich der nächste Saison auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Dann. Wenn irgendwas diese Woche passiert oder halt jetzt im Liga passiert, wir werden dann darüber berichten und dann auch was in der Liga passiert, das wird auch wieder berichtet und dann ja, könnt ihr euch freuen auf Spannung pur in den letzten Rennen, würde ich sagen, ne? Ja, ich denke Besonders schon. Also Brasilien. verspricht Spannung die Tabelle. Ja, auch die Rennen, die jetzt kommen, Ja, die nur mehr gut coole über. Strecken. Ich glaube, die Strecken, die Ja. jetzt noch kommen, mögen fast alle. Ja, also dürfte man sich freuen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, viel Spaß morgen im Rennen. Ja, auf ein gutes Rennen. Allen viel Und dann Glück. sehen wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche, ja. Ciao. Ciao.